So, können wir irgendwas machen? Haben die irgendwas Besonderes? Frachtscanner, die sind später noch ganz praktisch, aber erstmal nicht. Landecomputer, oh, die sind sehr praktisch. 18.000, das gönne ich mir noch mal. Landecomputer. Installiert. Navigationssoftware kommt auch mit. Navigationssoftware. Einfach nur mal ein bisschen ausrüsten. Installiert. So. Spezialsoftware. Und raus hier. Oh ja, der Landecomputer ist extrem praktisch. Zeige ich euch einfach mal an der Station da. Da müssen wir einfach nur auf 5 Kilometer ran. Also eigentlich 4,5 oder so ähnlich. Und dann einfach Shift-D drücken. Und tada! In der Station. Kein automatisches Docken, kein manuelles, nerviges Ranfliegen. Einfach Shift-D und man ist sofort drin. Das ist irre praktisch und spart tierisch viel Zeit. Und wie gesagt, für die Mission, die ich euch später zeigen will, ist das eigentlich ein Muss. Weil die Zeitbegrenzung da so knapp ist, das geht gar nicht anders. So, wir wollen nach Omicron Lyrae. Dazu sind wir vollkommen falsch geflogen eigentlich. Versuchen wir mal, ob wenn wir hier nach Osten gleich durchfliegen, ob wir dann in die Richtung kommen. Wie viel Energiezellen haben wir noch? 10 Stück. Damit kommen wir nicht weit. Ist hier ein Solarkraftwerk? Nein. Dann halt gucken und hoffen, ob im Osten was ist. Da lang bitte. Heiliges Relikt. Ja, definitiv Paraniden. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so weit südlich gekommen bin. Also ja, nicht wirklich südlich. Es ist ja eher kernwärts oder spinnenwärts. Ich glaube, so orientiert man sich im Universum. Also das Zentrum einer Galaxie. Ja, Galaxie, nicht Universum. Genau, das Zentrum einer Galaxie ist in der Kern und da, wo die Arme drumherum sind, das sind dann die Spinnwärtigen und je nachdem kann man sich orientieren, in welche Richtung man fliegt. Das war in irgendeinem richtig alten Spiel mal wichtig. Ich glaube Starflight oder so. So, jede Menge Stationen. Raumschmiede. Oh, schön. Da könnten wir neue Energiezellen holen. Aber erstmal schmeißen wir einen Satelliten raus. Zack. Erweiterter Satellit. Wie viel Ausgeworfen. Platz haben wir? Für 22. Na gut, jedes bisschen hilft. Autopilot aktiviert. Brauchen wir gar nicht Autopilot mehr. Wir deaktiviert. heizen einfach drauf los. Ui, stopp. Shift-E. Ah, ich liebe das. Also ja, das kriegen alle meine Schiffe nur für den Fall, dass ich irgendwann mal drin sitzen Anlaufvorgang muss. erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priester. Und die Preise sind auch mal in Ordnung. So muss das sein. Hergestellt. Da macht das Reisen doch gleich viel mehr Spaß. Jetzt hätte ich nur noch ganz gerne ein Tor nach Norden. So, da ungefähr. Während wir da hinfliegen, gucke ich mal ganz kurz in den Optionen, ob es irgendwo die Möglichkeit gab, noch weiter zu gucken. Aber ich glaube, dafür musste ich rausgehen. Ja, wir können unser Blickfeld erhöhen, das will ich aber nicht. Nö. Muss ich aber beim nächsten Start mal gucken. Weil eigentlich müssten wir die Sprungtüre schon aus weiter Entfernung sehen, auch wenn der Radar das nicht wahrnimmt. Aber da ist nichts. Genau. Na gut, schmeißen wir hier nochmal einen Satelliten. Ja, nee, wir sollten vorsichtig damit sein. Wir haben nur 4 Stück. Und ganz so häufig stolpern wir ja auch nicht über die. Ab und an im Militärposten werden die ja angeboten. Aber auch nicht so wirklich häufig. Sie haben sie zwar in ihrem Sortiment, aber dann sind sie immer auf Null. Und das bringt uns nicht wirklich viel. Was mit dir? Du hast Kampfdrohnen, aber auch alles Null. Das Einzige, was sie haben, ist Majaglit. Was man lustigerweise für Satelliten braucht. Aber ja, das ist, glaube ich, auch mit einer der ersten Stationen, die ich mir holen werde. Auch wenn die recht teuer ist. Allein um das eigene Navigationssatellitennetzwerk aufzubauen und nicht immer zu irgendwelchen Stationen fliegen zu müssen, um zu bekommen. Der Haken dabei ist aber nur, dass man dieses Majaglit braucht. Und um das zu bekommen, braucht man das Essen der. War das der Paraniten? Ich glaube schon. Also, wir müssen dann wieder deren Farm bauen, dann deren Weiterverarbeitungsfarm bauen und dann haben wir das Essen. Und dann können wir erst an das Majaglit und dann können wir es an die Satelliten. Aber ja, das zeige ich euch dann nach und nach. Wird auch recht kostenintensiv werden, aber lohnt sich auf jeden Fall.
Und so sind wir ja eh dabei, Schritt für Schritt immer mehr Sachen für uns herzustellen, um uns das Leben leichter zu machen. Ja, schön. Wir sind schon mal im Argonenraum angekommen. Zwei Welten. Ist hier irgendwo ein Nordtor? Da ist ein Südtor. Da müsste doch irgendwo... Da, genau. Hinter dem Asteroiden. Sich heimtückisch versteckt. Überall Kampfmissionen. Ich sollte dann denken, zwischendurch Satelliten auszuschmeißen. Ja. Ödland, das klingt nach Piraten. Gucken wir mal. Aber wir dürften eigentlich schnell genug sein, Autopilot deaktiviert, um den einen wegzufliegen. Zack. Denn die Piraten haben zwar auch ganz, ganz kleine Flieger, so wie wir jetzt gerade sind, aber die schweben meistens um schwere Flieger herum. Und sind dementsprechend nur so schnell wie ihr schwächstes Mitglied oder langsamstes Mitglied in der Truppe. Und dem können wir den trotzdem ganz gut entkommen. So, Ödland. Ödland ist ein äußerer Sektor der Argonen. Und wir nähern uns langsam Omicron Lyrae, aber komischerweise von Osten. Eben gerade waren wir noch im Südwesten. Das ist ein interessanter Sprung von da nach da. Aber ich sagte ja, zwischen den Sprungtüren können tierisch lange Gebiete sein. Das kann man nicht immer so sehen. Und auch die Karte ist teilweise ein wenig unübersichtlich. Das finde ich komisch gemacht. Also sie wollten es wahrscheinlich so regeln, dass es halt mehrere Ebenen gibt. Dass man merkt, dass man auf der Höhenachse auch in verschiedenen Gebieten ist. Aber finde ich recht ungünstig gelöst. Es sollte eine Option geben, wo man das Ganze flach machen kann, ähnlich wie bei EVE Online. Da haben sie auch so eine 3D-Ansicht, die recht unübersichtlich ist. Aber man kann das Ganze dann platt pressen und von oben drauf gucken und dann ist das alles super. Stopp. Haben wir hier schon einen? Nein, haben wir nicht. F. Ah, noch zwei Stück. Aber gut, ich denke mal, da in der Nähe werden wir schon neue Satelliten finden können. Denn das ist ja schon quasi Kriegsgebiet. Also nicht wirklich, weil es ja noch eine angespannte Situation ist. Aber was machen Völker, Menschen allgemein, wenn sie in angespannten Situationen sind? Sie bauen Waffen. Und Waffenfabriken und alles, was wir sonst so gebrauchen könnten. Das heißt, da müsste es jede Menge Militäraußenposten geben und dementsprechend auch die Chance auf Satelliten. Munitionsfabrik Alpha, Chipwerk Alpha. Ja, Chipwerk, Munitionsfabrik. Ich hätte gerne Militäraußenposten. Wollen wir überhaupt nach Norden? Ich würde lieber nach Westen. Deaktiviert. Ja, ein Westtor, das ist doch gut. Hier schmeißen wir erstmal unseren vorletzten Satelliten ab. So. Und fliegen weiter dahin. Auch wenn wir nicht direkt nach Omicron Lyrae müssen, es war irgendwo da in der Nähe. Also ja, wir werden wahrscheinlich einfach alle Sektoren hier in der Umgebung einmal abklappern, bis mir der Name wieder einfällt. Zumal ich den Namen auf Deutsch hier nicht kenne, weil ich das Spiel eigentlich nur in Englisch spiele. Aber ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Unterwegs bauen wir unser Netzwerk weiter aus. So haben unsere Universumshändler auch schön was zum... handeln. Unbekannter Sektor ist interessant. Also es gibt hier keinen Besitzer. Man könnte sich theoretisch hier einnisten. Aber die sind meistens riesig. Und ich sehe kein anderes Sprungtor. Nee, da fliege ich mal lieber zurück. So, dann nehmen wir wohl doch das Nordtor. Erreiche System, Nathans Reise. Genau, das da. Schwarze Sonne. Ja, ich glaube, das war auch ein Grenzgebiet zu den Terranern. Sind wir also in der richtigen Richtung? Denn nahe dieser Grenze zwischen den Terranern und der Föderation gibt es halt eins dieser Hauptquartiere von den großen Firmen. Und genau da gibt es dann mein Schiff. Also mein zukünftiges Schiff. Das da wegzubekommen ist nicht ganz so schwer, weil man gleich einen Sprungantrieb kaufen kann. Militärposten, hallo. Wir hätten gerne...
etwas, das du nicht hast. Du hast normale Navigationssatelliten, aber keine besseren. Ah, doch da, erweiterte Satelliten, 20 Stück. Da wird auch sofort gedockt. Ah, brauchen wir gar nicht mehr. Ja, das dauert eine Weile, bis ich das merke. Einfach drauf zu. 5 Kilometer. Bei diesen großen Stationen kann das übrigens teilweise recht fehlleitend sein, wie weit weg die sind. Gerade bei den Terraner-Stationen, die sind ja teilweise riesig. Und dann sagt er, die Station ist noch 30 Kilometer weit weg, aber man dockt schon gegen das, also stößt schon gegen die Ränder davon an. Sind doch ein wenig albern. So. Wir nehmen mal 4 Stück mit. Also eigentlich nur 3. Oh, und wir können eine Argonen-Polizeilizenz kaufen. Bringt uns jetzt eigentlich noch nichts, aber ich nehme die mal mit. Die bewirkt nämlich, wenn wir jetzt Feinde der Argonen töten, werden wir dafür bezahlt. Also, da wir keine Waffen abfeuern, ist es momentan halt recht sinnlos. Aber das wird sich später zum einen ändern. Und zum anderen kann es aus Versehen manchmal passieren, dass man jemanden tötet. Und ja, das hört sich komisch an. Also nicht unbedingt, wenn man in einem Discoverer drin sitzt. Aber in einem Merkur oder anderen Schiffen kann sowas schon mal passieren. Und warum denn nicht die extra Credits und den Ruf mitnehmen? So, ich springe jetzt durchs Osttor. Oder ich... Nordtor? Hä? Nein, ich gehe nicht durchs Nordtor. Xenon-Sektor. Das heißt gleich, dass da fast nur Xenon sind. Und teilweise auch Xenon-Stationen und Schiffswerft und was weiß ich. Da könnten wir uns also austoben, wenn wir kämpfen wollen. Wollen wir aber nicht. Ich wollte jetzt durchs Osttor, das heißt, ich wollte gucken, wohin das Osttor führt. Es gibt kein Osttor. Das ist nicht gut. Autopilot deaktiviert. Ja, dann halt durchs Westtor. Weil ich dachte, eigentlich durchs Osttor wäre es die Richtung, wo wir hin müssen. Dem ist aber wohl nicht so. Dann fliegen wir halt in die Schatzkammer. Das klingt doch auch mal nett. Klingt ein bisschen nach Teladi. Also nach diesen Händlern. Aber das werden wir ja gleich sehen. Und dann sollte ich auch erstmal wieder docken. Nur so für den Fall, dass wir irgendwo gegendonnern. Autopilot deaktiviert. So. Schatzkammer. Fliegen wir in die Mitte. Und es gehört immer noch zu den Argonen. Wir kommen immer näher an Omicron Larry dran. Aber es könnte sein, dass es auf einer anderen Höhenebene ist. Weil irgendwie sieht das hier so komisch aus, die Verbindung. Also wenn es jetzt westlich wäre von uns, dann müsste es ja eigentlich hier so sein. Aber so schräg unten, das ist komisch. Na gut, wir fliegen mal da hinten zur Handelsstation. Docken da erstmal an, speichern ordentlich und dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Auch wenn ich echt neugierig bin, was da hinter dem Sprungtor ist. Also wie es heißt. Das gucke ich nochmal ganz kurz. Oh, ist doch Omicron Larry. Sehr schön. Also hier irgendwo war das. Aber ja, werden wir uns später umgucken müssen. Erstmal wollen wir in die Kahuna-Presse. So, Shift D. Und ich sollte auch unbedingt mal dran denken, in der nächsten Folge zu gucken, was unsere Besitztümer so machen und wie viel Geld wir inzwischen schon gemacht haben. So, da abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.